Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Wir alle werden mit einer ovalen Öffnung zwischen den Herzvorhöfen geboren, die für den Blutkreislauf im Mutterleib erforderlich ist. Nach der Geburt schließt sich dieses sogenannte Foramen ovale. Passiert dies nicht, stellt es im Laufe des Lebens gegebenenfalls ein Risiko für Schlaganfälle dar. Über das persistierende Foramen ovale, PFO abgekürzt, spreche ich mit Professor Wolfgang Schülz. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Elektrophysiologie am Herzzentrum Duisburg des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Professor Schülz, was genau ist das Problem, wenn sich das Foramen ovale nicht schließt? Also wie gefährlich ist so ein PFO? Zunächst einmal ist es kein großes Problem. Bei jedem vierten, fünften auf der Straße ist diese Tür, wie ich immer sage, nicht geschlossen. Das Foramen ovale ist kein Loch im Herzen, wie man das manchmal von Patienten hört, sondern eine Tür, die ist zu, aber nicht abgeschlossen. Technisch funktioniert das so, dass die Vorhofscheidewand aus zwei Blättern besteht, so wie beide Handflächen, wenn man die im vorderen Drittel so übereinander legt, wenn die überlappen. Solange der Druck im linken Herzvorhof höher ist als im rechten, und das ist das Normale, wird diese Tür, diese beiden Blätter werden aneinander gedrückt und dann ist die Tür zu. Wenn man hustet oder presst, dann steigt kurzfristig der Druck im rechten Herzvorhof und dann kann diese Tür für einen Augenblick aufgehen. An dieser Überlappungszone, da verwächst üblicherweise die Vorhofscheidewand, dann ist die Tür abgeschlossen. Aber jeder vierte, fünfte ungefähr, der hat eben dieses Zuwachsen nicht, der hat ein offenes Foramen ovale. Das spielt für den Blutkreislauf, für die Funktion des Herzens überhaupt keine Rolle. Der einzige Aspekt ist, es besteht die theoretische Möglichkeit, dass ein Blutgerinnsel, das sich zum Beispiel aus den Venen auf den Weg gemacht hat, zum Herzen schwimmt, das würde normalerweise vom rechten Herzvorhof in die rechte Herzkammer gelangen und dann in der Lunge stecken bleiben. Dann hätte man eine hoffentlich kleine Lungenembolie. Wenn nun so eine offene Tür da ist und man hat das große Pech, ausgerechnet in dem Augenblick zu husten oder zu pressen, in dem sich so ein Gerinnsel im rechten Vorhof befindet, dann könnte es durch die offene Tür in den linken Vorhof gehen, dann in die linke Herzkammer und die pumpt ja das Blut in den Körperkreislauf und da ist der direkte Weg geradeaus nach oben in den Kopf. Und insofern kann man eine sogenannte paradoxe Embolie haben. Ein Gerinnsel, das in den Venen entsteht, gelangt durch diesen Kurzschluss in die Schlagadern und führt dann auch zu einem Schlaganfall. Insgesamt sicher ein sehr seltenes Ereignis. In Deutschland 20, 25 Millionen Menschen haben so eine offene Tür, aber nur ein Bruchteil hat je in seinem Leben einen Schlaganfall. Nun haben wir ja auch eine sehr gute Neugeborenen- und Kleinkindervorsorge. Wird denn so ein nicht geschlossenes Foramen ovale bei den Vorsorgeuntersuchungen gefunden? Nicht zwingend. Erstens, es kann sich auch im weiteren Verlauf erst noch verschließen. Und zweitens, im konventionellen Ultraschall von außen sieht man dieses Foramen ovale nicht oder nicht klassischerweise. Man muss gezielt danach suchen und üblicherweise mit einem sogenannten Schluckecho, bei dem man eben eine Sonde wie bei einer Magenspiegelung schlucken muss. Das macht man jetzt nicht routinemäßig. Und wie gesagt, jeder fünfte hat es ja. Und nur weil man so eine offene Tür hat, würde man prophylaktisch überhaupt nichts unternehmen. Wird denn so ein PFO vererbt an die nächste Generation? Also es gibt keinen bekannten direkten Erbgang. Also nicht so, dass man sagen könnte, wenn Vater und Mutter das haben, dann haben die Kinder das mit 50 oder 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Es gibt möglicherweise eine gewisse familiäre Häufung, aber keinen direkten Erbgang. Sie hatten vorhin ja schon das Szenario beschrieben, wie es sein kann, dass so ein PFO zu einem Schlaganfall führt. Gibt es denn irgendwelche anderen Symptome, die dadurch entstehen? Also kann man spüren, dass da vielleicht etwas anders ist? Nein, üblicherweise nicht. Das verursacht keine Symptome.
Und es ist einfach nur dieses Potenzial für ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Das ist zunächst einmal eben sehr niedrig. Deshalb wird man das offene Foramen-Ovale nicht prophylaktisch verschließen. Wenn aber jemand ein embolisches Ereignis hatte, einen Schlaganfall oder eine Embolie in die Netzhautarterie oder, und man findet keinen anderen Grund als das offene Foramen-Ovale, dann hat es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch zustande gekommen ist. Und dann wird man zur Vermeidung des Wiederholungsrisikos das offene Foramen-Ovale verschließen wollen. Wie genau machen Sie das? Also, wie läuft das ab? Aber das ist technisch gesehen ein sehr einfacher Eingriff, ein Kathetereingriff, bei dem ein sogenanntes Schirmchen eingeführt wird. Es gibt verschiedene Modelle, aber das Prinzip ist immer dasselbe. So ein Schirmchen muss man sich vorstellen wie ein Gebilde aus zwei münzgroßen Tellern, die durch einen Steg miteinander verbunden sind. Und diese Teller bestehen aus einem sehr verformbaren Metall, aus Nitinol. Und das können Sie in die Länge ziehen, dieses Schirmchen, und dann passt es in einen Katheter. Und das schrauben Sie auf eine Haltevorrichtung. Sie führen den Katheter über die Leistenvene zum Herzen vor, dann durch die offene Tür in den linken Vorhof. Und dann packen Sie dieses Schirmchen in den Katheter, schieben das im Katheter vor. Und wenn das dann im linken Vorhof vorsichtig herausgeschoben wird, dann geht zunächst der Teller auf wie ein Regenschirm. Dann ziehen Sie das etwas an die Vorhofscheidewand heran von links und dann ziehen Sie den Katheter noch ein Stück zurück, dann kommt der andere Teller aus dem Katheter raus und der liegt dann auf der rechten Seite der Vorhofscheidewand. Die Vorhofscheidewand ist gewissermaßen wie in einem Sandwich gefangen. Ein Deckel links, ein Deckel rechts. Und wenn Sie mit der Lage zufrieden sind, und das überprüft man im Schluckecho, dann schraubt man die Haltevorrichtung ab, das Schirmchen ist drin, und hält die beiden Blätter der Vorhofscheidewand aneinander. Das wächst dann ein, wie man so schön sagt. Also es wächst eine Haut über dieses Schirmchen. Und damit ist eben das offene Foramen-Ovale zu. So ein Eingriff dauert oft nur 10, 15 Minuten. Gibt es denn trotzdem bei diesem Eingriff Risiken oder Komplikationen für die Patientinnen und Patienten? Also das Komplikationsrisiko ist sehr, sehr gering. Es ist das übliche Katheterrisiko, wann immer Sie in jemanden mit einer Nadel hineinstechen, da kann es nachbluten durch den Verband oder das Abdrücken später sind theoretisch mal Thrombosen möglich. Zu Beginn nach einer Schirmchenimplantation berichten Patienten häufiger mal über Herzstolpern, über Herzrhythmusstörungen, von denen man gar nicht ganz sicher weiß, sind sie wirklich neu oder bemerkt man die jetzt, weil man mehr in sich hineinhorcht. Das sind schon so die Hauptaspekte, aber insgesamt ist das ein sehr risikoarmer Eingriff. Wie erfolgreich ist er denn? Also gelingt es Ihnen zuverlässig, diese Türöffnung zu beheben? Also technisch funktioniert das praktisch immer. Es gibt da kaum Probleme. In sehr, sehr seltenen Fällen bleibt mal eine Restöffnung da. Und in noch sehr viel seltenen Fällen kann so ein Schirmchen sich aus dieser Position herausarbeiten und dann irgendwohin schwimmen, embolisieren. Dann muss man es wieder einfangen und rausholen, was technisch auch machbar ist. Ist aber wirklich sehr, sehr selten. Ansonsten funktioniert das praktisch immer und so eine Tür zu verschließen, ist keine große Kunst. Trotzdem macht es keinen Sinn, vorbeugend, prophylaktisch so einen PFO-Verschluss zu machen. Dann hätten wir ja hier mindestens 20 Millionen Kandidaten hier in Deutschland, sondern die Spielregel ist, bei Patienten, bei denen ein embolisches Ereignis aufgetreten ist, also zum Beispiel ein Schlaganfall, die jünger als 60 Jahre sind und bei denen man keine andere Ursache für diesen Schlaganfall findet. Dort wird üblicherweise dieser PFO-Verschluss angeboten und für diese ausgewählten Patienten gibt es auch wissenschaftliche Studien, die einen Vorteil gegenüber der lebenslangen Blutverdünnung belegen. Diese Altersgrenze, die ist natürlich irgendwo willkürlich.
Aber die Vorstellung ist natürlich, je jünger jemand ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sein Schlaganfall an dem offenen Foramen ovale lag. Mit steigendem Lebensalter werden andere Ursachen wahrscheinlicher, bestimmte Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Vorhofflimmern oder Verkalkungen der Gefäße im Gehirn und dergleichen mehr. Und es macht ja nur Sinn, die Tür zuzumachen, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass es auch an der offenen Tür gelegen hat. Und deshalb diese einigermaßen willkürliche Altersgrenze von 60 Jahren. Das Stichwort Blutverdünner ist eben schon gefallen. Wie geht es denn nach einem PFO-Verschluss weiter? Also muss man dann dauerhaft Medikamente nehmen? Nur vorübergehend, wenn das Schirmchen implantiert ist, also dieser PFO-Okkluder, das Verschlusssystem, dann ist das ja zunächst einmal eine fremde Oberfläche, die sich im Inneren des Herzens befindet. Und dann könnten sich ja die Blutblättchen auf das Schirmchen setzen. Es könnte sich ein Gerinnsel am Schirmchen bilden und dann erst recht zu einer Embolie führen. Und deshalb muss man für circa 3 Monate sogenannte Blutblättchenhemmer nehmen. In dieser Zeit wächst über das Schirmchen eine Haut wie eine Tapete. Und wenn die Tapete erstmal drauf ist und die Blutblättchen das Schirmchen nicht mehr sehen können, dann kann man diese Blutblättchenhemmer absetzen und die Konvention ist 3 Monate. Danach ist aus kardiologischer Sicht keine weitere medikamentöse Behandlung erforderlich. Gibt es denn andere Einschränkungen oder eben Dinge, die man beachten sollte nach so einem PFO-Verschluss? Also grundsätzlich keinerlei Einschränkung. Wie gesagt, in der Anfangsphase werden manchmal vermehrt Herzstolperer berichtet, in seltenen Fällen auch mal Vorhofflimmern, also eine andere Form der Herzrhythmusstörung, was sich üblicherweise eben legt, wenn das mit dem Schirmchen in Verbindung steht. Die Positionierung des Schirmchens oder die sehr geringe Gefahr, dass es sich noch einmal aus seiner Position herausarbeitet und disloziert, das kann man selber in keiner Weise beeinflussen. Spielt also keine Rolle, ob man auf Händen läuft oder Purzelbäume schlägt. Das darf man trotzdem. Vielen Dank, Herr Professor Schulz, für die Informationen. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.